Hey Gang Gamer, was geht ab? Wir sind zurück zu Legend of Grimrock 2. Heute wird's lustig und interessant. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal dieses Rätsel hier wiedergefunden. Ich musste Treppen hochgehen, deswegen habe ich es im letzten Teil nicht gefunden. Aber heute, und zwar ist es die I Dare You Challenge. Und zwar, wenn man hier drankommen möchte, geht die Falle auf. Und wir landen unten mit ein paar Ratten. Und weil wir das nicht wollen, habe ich mir überlegt, können wir doch mal das Rätsel ein bisschen austricksen. Ich brauche nur etwas, was ich nicht brauche. So ein Arrow. Zack. Seht ihr, Leute? Das Rätsel funktioniert ja deswegen, weil es hier um das Gewicht geht von dem Buch hier drin. Wenn ich es wegnehme, fliege ich runter. Also habe ich mal was anderes dahin gelegt. Wehe dir, wehe dir. Gut, Tome of Energy, Energy plus 25. Ach ja, eigentlich ist das für die Heidi gedacht, ne, weil die mal zaubert und so. Aber unsere Herren in der vordersten Reihe, die brauchen Energie ja auch, um einen kräftigen Schlag auszuüben. Aber jetzt gucken wir doch mal. Energy steht hier nicht, ne? Gut, aber in. Tja, jetzt ist auf jeden Fall die Frage, wem geben wir das? Ich würde es jetzt eben der Frau geben, Heidi, weil sie ja dann doch viel Energie braucht zum Zaubern. Zack. Sehr gut. Und. Jetzt speichere ich mal direkt und jetzt will ich aber trotzdem mal versuchen, darunter zu hüpfen. Vielleicht schaffe ich es ja. Okay, aber wir können immer noch nicht laufen, ne? Wie gefällt dir das? Und wie gefällt dir das? Und das? Und das? Und das? Und das? Okay, wir sterben alle. Wir können uns aber immer noch nicht bewegen. Okay. Scheiße. Okay. Wir haben jetzt hier auch keinen Trank mehr. Verzieht es sich, hä? Ach, da ist schon wieder eins. Wo sind wir? Das interessiert mich mal. Okay, hier. Ja, im Moment schaffe ich es auf jeden Fall noch nicht. Denke ich. Ja, hat nicht geklappt. Da sind wir wieder zurück. Gut, dass wir gespeichert haben. Irgendwie konnten wir uns nicht bewegen. Das heißt, wir waren nicht mehr mobil, wahrscheinlich, weil der Sturz zu krass war. Ich will es jetzt mal so belassen. Vielleicht können wir ja später nochmal zurückkommen, wenn wir stärker sind. Auf jeden Fall geht es jetzt an das coole Rätsel, dass wir. Was für Rätsel? Eher besser gesagt, der Gang, in dem wir noch nicht waren. Da geht es jetzt nämlich lang. Und es erwarten uns sicher wieder ganz wundervolle Sachen dahinter. Okay. Nichts zum Drücken. Wollen wir mal hier rein. Hallo? 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 Keine Schalter, wie mir scheint. Oh, da vorne ist was Neues. The Crossing. Die Kreuzung. Ui, da ist wieder ein Schieberätsel mit den großen Steinbrocken.
Okay. Interessant. Oh, diesmal haben wir drei Steine und hier einen Boden. Das heißt, hier wird gleich rumgespielt und hier haben wir aber, hier haben wir gut eine Druckplatte, die können wir beschweren. Gehen wir mal weiter. Okay, scheinbar kreieren die Steine einen Übergangsweg auf sich. Oh, ich höre was. Ich höre was. Zack. Da hinten ist Licht angegangen, auf jeden Fall. Und ich. Ja, da hinten ist Licht angegangen. Ah, da hinten ist noch eine Druckplatte. Wahrscheinlich will es mir sagen. Wirf da etwas hin, Freundchen. Mach erstmal. Oh mein Gott, stockduster. Können wir hier etwas. Hier können wir nichts werfen. Ups. Ah, hier ist es. Dann müssen wir vielleicht so ein Ding dahin schieben. Wollen wir das mal probieren? Zack. Aber wie komme ich jetzt darauf? Ah, wir müssen hier eine Verbindung schaffen. Zack. Der geht nicht. Der lässt sich nicht bewegen. Der schwebt nicht. Okay. Probieren wir das mal so. Wo ist es? Hier, okay. Na, dann schieben wir den nochmal hier hin. Ah, ich muss es noch einmal rumschieben. Denn sonst kommen wir von unserem Stück Brücke ja hier nicht rüber, okay? Und dann noch einmal hier rum und die Dame hat Hunger. Zack, du kriegst natürlich was. Was haben wir denn für dich? Turtle Steak. So, jetzt gehe ich mal da hoch und probiere das. Werfen wir eine unserer, cool. Werfen wir einen uns sehr kostbaren Dart. Cool. Habt ihr das gesehen? Jetzt schwebt dieser andere Stein. Cool. Ah, und jetzt können wir rüberkommen. Fantastisch. Zack. Und zack. Sehr cool. Okay, da gab es schon mal schwierigere Rätsel, muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Okay, jetzt werde ich aber, bevor irgendwas Schlimmes passiert, checke ich jetzt noch mal eben die Wände. Man weiß ja nie. Vielleicht liegt hier auch was rum. Das fände ich klasse. Hübsche Steine. Schöne Texturen hat das Spiel, aber das habe ich ja schon oft gesagt. Ups. Okay, scheinbar nix. Aber lieber speichern, bevor ich da hinten jetzt wieder irgendwas lostrete. Ja. Okay, links und rechts waren die Platten. Da, bis dahin sehe ich nicht, aber egal. Ah, seht ihr, es geht alles um diese Figurines. Die muss ich wahrscheinlich in diesem einen Hauptraum dann. Ach ja, in dem Hauptraum. In diese Ablegeflächen reinlegen. Hier ist das Licht angegangen. Finde ich cool, dass es hier auch so Lichtschalter gibt, wie bei uns. Mit schönem Strom und so. Eine große Axt. Nee, oder? 18 bis 55. Das sind schwere Waffen, oder? Two-handed weapon. Ah, dann haben wir aber kein Schild mehr. 18 bis 55, wir haben 14 bis 43. Ja, Leute, das muss ich nehmen.
Und Special Attacke ist Spalten. Dafür brauche ich 40 Energie. Wie viel brauche ich hier? Auch 40. Und Heavy Weapons 4. Das haben wir auf jeden Fall. Okay. Cool. Dann gibt es einen schönen Schlag, wenn ich Energie dazu gebe. Und es ignoriert dann 10 Punkte der gegnerischen Rüstung. Cool. Das muss ich auf jeden Fall einsetzen. Huch. Huch, huch. Jetzt hat mein Freundchen aber zu viel. Jetzt trägst du zu viel. Kannst du das nehmen? Kann noch jemand was tragen? Wir haben 4 Kilo zu viel. Das ist der Essensbeutel. Jetzt hat er zu viel. Jetzt hat sie zu viel. Ah! Schrecklich, wir müssen was loswerden. Welche Waffe werden wir los? 8 bis 24, 7 bis 21, 43. Oh mein Gott, wir tragen so viel bei uns. Aber ich will die Waffen jetzt nicht wegwerfen. Eigentlich solltest du ja deine... Was hast du eigentlich für einen Müll dabei? Zack. 2 Fackeln raus, dann hat sich's erledigt. Und hier kommen mal die Pellets rein, dann so trägst du auch mal deine Pellets, ne? Freundchen. Ups, ich wollte gar nicht schlafen. Ja, ich bin gespannt. Ah, seht mal, ich kann doch noch mein Schild tragen. Das finde ich super. Aber, Leute, wir speichern. Es ist immer gut zu speichern, bevor man hier was Wichtiges nimmt. Was passiert? Oh, da geht's auf. Ach du Scheiße. Ich bin weg. Ich bin da mal weg. Ah! 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 Okay. Es war gut abzuhauen. Es war sehr gut. Oh mein Gott, diese Biester. Ich wusste doch, dass ich was höre. Ah. Stirb. Stirb. Jetzt aber, zeig mir mal. Boah. Habt ihr das gesehen? Die neue Waffe ist episch. Hier, normalen Schaden. Jetzt unser Minotaurus. Oh, Miss. Toll, Miss. Miss. Oh, der Kristall ist so weit weg. Ich speichere mal und hoffe, dass wir das jetzt überleben. Eieiei. Ich möchte... Ich kann ein bisschen schlafen, aber unser Minotaurus heilt ja trotzdem nicht, ne? Weil er ist vergiftet. Schon wieder, Miss. Was soll denn das? Ein bisschen schlafen. Ich weiß, es verbraucht Essen, aber... Okay. War das alles? Hallo? Nein, ich höre noch eine. Und ciao. Ich bin weg. Ich bin dann mal weg. Haben wir aber Glück gehabt. Gleich können wir in Ruhe und in Frieden. Wem habe ich jetzt eigentlich die Figur gegeben? Ah, dir. Sehr gut. Packen wir mal. Nein, die packen wir nicht da rein. Alles voll. Komm, ja, mit deinem letzten Lebensschlag. Yes, yes. Okay, ah. Ich zeige meinen Finger, sehr klug. Hier ist wohl aufgegangen, die netten Gesellen kamen vorbei. Ich speichere mal und ich hoffe, wenn ich da jetzt durchsuche, den neuen Ort, dann werde ich nicht sterben. Okay. Hier war nichts Besonderes. Schalter, Schalter, kein Schalter. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das Rätsel gut
geschafft. Wir sind nicht gestorben. Und wir haben noch eine Figur. Und ich hoffe, hier kommt nichts Bösartiges mehr raus. Und dann können wir jetzt gleich mal in den Hauptraum gehen. Und langsam mal unsere Figürchen einsetzen, nicht wahr? Okay, wir hatten, ich kann nicht fliegen, ich kann laufen, ich bin am Leben, ich bin der Stärkste. Der Stärkste ist wohl auf jeden Fall der Oger. So, und dann haben wir noch ein Skelett. Ich bin am Leben, wohl kaum. Ich kann laufen, ich kann nicht fliegen. Nun gut, du kannst laufen, wenn auch verkrüppelt. Skelett. Wobei, am Alive wäre ja lustig, ne, wegen Humor und so. Lexiconary, okay. Aber gut, auf jeden Fall. Die haben wir mal jetzt zur Seite gelegt. Und ich hoffe, dieses Rätsel ist dafür gedacht. Das bedeutet, wir brauchen noch zwei weitere Figurines, um dann da weiterzukommen. Und ich würde mal fast behaupten, hier ist noch eine Tür, dass es da dann weitergeht. Und ach, hier, da ist noch dieser Teleportroom. Da haben wir auch einen Drachen gesehen. Als Statue. Dann ist da die dritte und gehen wir mal hier hin. Hier müsste die vierte sein. Aber ja, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Heilung. Am besten geht's hier lang, nicht wahr? Oh ja. Leute, ich kann es gar nicht glauben, wie lang wir jetzt schon hier drin sind. Wie lang wir hier unten tief unter den Ruins of Desarun sind. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Tageslicht aussieht. Quatsch, hier lang. Ich weiß echt nicht mehr. Ich fände es auf jeden Fall schön, mal wieder da rauszukommen, ne? Aber was wäre Legend of Grimrock ohne das tiefste, unterste Gebälk, in dem wir rumkriechen müssen? So, netter Spaziergang. Muss man auch mal genießen. Jetzt sind wir wieder im Hauptraum und wir müssen hier rein. Gut gelöst. So, fertig. Und jetzt seid ihr sicher gespannt, was hier in der nächsten Tür sein wird. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Däumchen nach oben da lassen und einen Kommentar. Dann können wir zusammen weiter rätseln. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.